Mit dem Golf GTI fing vor mehr als 30 Jahren alles an. Beim GTI-Treffen am Wörthersee gab es einen Blick in die Zukunft, wie der Urvater aller sportlichen Kompakten vielleicht einmal aussehen könnte. Der Design Vision GTI ist zwar noch ein Showcar, zeigt aber, was auf Basis des aktuellen Golf möglich ist. Die Designer und Ingenieure haben sich von echten Rennautos inspirieren lassen. Herausgekommen ist dabei ein GTI, der schon im Stand keinen Hehl daraus macht, was seine Bestimmung ist. In 3,9 Sekunden ist Tempo 100 erreicht, seine Höchstgeschwindigkeit liegt bei über 300 Sachen. Möglich macht das ein Biturbo V6 mit 503 PS. Auch VW Nutzfahrzeuge hat ein entsprechendes Showcar für das GTI-Treffen auf 22 Zoll Räder gestellt. Die Basis bildet der Amarok. Passend zum bulligen Outfit werkelt unter der Haube ein 3 Liter V6 Turbodiesel mit 272 PS. Der Polo R, mit dem VW erfolgreich in der Rallye-Weltmeisterschaft unterwegs ist, war natürlich der Hingucker bei den Fans. Für die meisten Besucher wohl die einzige Chance, dem erfolgreichen Rallye-Auto einmal zum Greifen nahe zu sein. Wie in jedem Jahr haben auch die VW Azubis ihre automobilen Träume Wirklichkeit werden lassen. Das Ganze in Form des Golf Cabrio Austria. Das rot-weiß-rote Unikat hat eine Musikanlage, die stramme 2250 Watt leistet. Also genug, um den Wörthersee ordentlich zu beschallen.